Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, die Sachen sind fast eingepackt. Wir haben gut gefrühstückt und können uns jetzt sozusagen auf den Weg wieder Richtung Berlin machen. Die ca. 115 Kilometer werden eigentlich ganz gut sich wieder fahren. Es gibt eine leicht andere Streckenführung als bei der Herfahrt. Und ja, die Akkus sind voll. Olivia macht jetzt noch die Getränke für unterwegs. Und ja, dann werden wir in wenigen Minuten sozusagen aufbrechen. Ja, nochmals einen schönen guten Morgen. Wir haben uns noch kurz mit Wasser, etwas Obst eingedeckt und sind jetzt bei guten 20 Grad auf dem Weg nach Berlin. Olivia ist topfit. Perfekt, so soll es sein. Ja, bis auf gestern vom Paddeln, dass die Schultern schmerzen. Alles gut. Solange die Waden nicht fest sind, alles in Ordnung. So, Olivia ist warm. Sie legt schon die ersten Sachen ab. Und die letzten, ja, supi. Ja, wir erreichen Warmitz. Die sommerlichen Temperaturen werden nicht weniger. Aber dennoch ein bislang angenehmes Fahren, oder? Ja, sehr. Sehr schön. Dann weiter so. Ja, bei den sommerlichen Temperaturen, wie wir sie heute haben, ist Trinken, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um ordentlich ans Ziel zu kommen. Ja, wir sind hier an einer der beiden Holperstraßen angekommen.
sozusagen fahren unter erschwerten Bedingungen. Da wird der Körper noch mal richtig durchmassiert. Und der Hintern ist froh, wenn er aus dem Sattel darf. Aber es sind nur wenige hundert Meter und von daher entspannt. Ja, wie ihr seht, haben wir unseren ersten kleinen Zwischenstopp eingelegt. Wir werden uns in Ruhe hinsetzen, etwas trinken, etwas Obst zu uns nehmen. Wir haben jetzt ca. 38 Kilometer hinter uns und sind hier an einem Badesee. Ja, wir haben unsere Pause beendet, sind jetzt weiter auf dem Weg nach Berlin. Und hoffen mal darauf, dass die Strecke nicht so anstrengend wird wie gerade eben. Weil Film und Bergauf eine ganz schlechte Kombination, aber machbar. Olivia, geht's auch gut? Ja. Das ist sehr schön. Okay, dann lass uns die letzten Steigungen angehen. Ja, wie man sieht, wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Ja, so kann es weitergehen. Wie schon auf der Herfahrt gesagt, wunderbar ausgebaut, sehr schön zu fahren. Olivia, geht's auch gut? Ja. Sehr schön. Und dir? Ja. Jetzt nicht mehr so, du bist ja weg. Ja, und für den Spaß bist du ja immer zu haben. So, wenn es gegen mich geht, also auf jeden Fall. Oder? Dem geht's gut. Der erfreut sich bester Gesundheit. Auf deinen Schultern. Ja. Na ja, mal schauen. Wir werden erstmal weiter, okay? Ja. Und wieder bei den Waren des täglichen Bedarfs, der aber offensichtlich am Montag Ruhepause hat. Ja, leider kein Kaffee. Das wäre schön gewesen. Ja, wunderschöne Vorgärten hier. Wundert mich ja, dass du hier nicht anhältst, um ein Foto zu machen. Ich habe das ja jetzt zum zweiten Mal aufgenommen. Das reicht. Aha.
Lambecker Taubenturm. Jetzt so eine Art Bücherei. Ja, wir haben Joachimsthal verlassen, sind jetzt auf Höhe des Werbelinsees, fahren hier eine leicht befahrene Landstraße und schauen mal, wie der Weg dann so weitergeht. Leichte Steigung von 2-3% hier, aber ist alles machbar. Dank Motor kein Problem. Den Weg nach Eberswalde. Durchfahren wir hier den Ort Lukow. Zum Glück gibt es hier keine Kamera mit Riechfunktion. Weil hier ist noch das pure Landleben. Ich sage, zum Glück gibt es hier, wir müssen links, keine Kamera mit Riechfunktion. Ja, wir erreichen Eberswalde. Ja, hier nochmal in voller Schönheit und voller Größe der Wasserturm von Eberswalde. Wir verlassen den Wasserturm, fahren Richtung Treidelweg. Der übrigens rund um Berlin auch eine sehr schöne Radtour ist. Und fahren weiter ins Zentrum von Eberswalde. Und wen sehen wir da? Die Olivia bei einer Pause. Ja, wir sind quasi in Eberswalde und wie vorhin schon gesagt, kommen wir hier auf den Treidelweg, der ebenfalls eine sehr schöne Radrunde um Eberswalde von Bernau bzw. Berlin ist. Okay, lasst uns weiterfahren.
ihr seht, sind wir hier am Knotenpunkt 95. Auch sehr gut zu sehen die Richtung Prenzlau bzw. der Weg Berlin-Usedom. Wir sind jetzt gerade aus Eberswalde gekommen bzw. Finowfurt und fahren weiter nach Bernau bzw. Berlin. Wir machen jetzt hier ein kleines Päuschen, liegen sehr gut in der Zeit. Auf einem hier typischen Waldrastplatz. Olivia hat schon dreimal nach der Bedienung gerufen, aber offensichtlich Self-Service. Aber trotzdem sehr nett hier, oder? Ja, schönes Plätzchen. Na siehst du. Okay, dann machen wir ein Päuschen und dann werden wir irgendwann weiterfahren. So, wir haben unsere Pause hier auf unserem idyllischen Waldrastplatz beendet und gehen jetzt die letzten knapp 30 Kilometer an und freuen uns dann auf eine schöne kalte Dusche und auf jeden Fall heute Abend ein ganz großes und ganz leckeres Eis. Und Olivia, hat dir die Pause gut getan? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Naja, wir haben es ja auch bald geschafft. Und dann haben wir eine schöne Radreise hinter uns. Ja. Oder besser gesagt, eine kombinierte Radreise aus Radfahren und Paddeln. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir gestern noch die bestimmt 20 Kilometer gepaddelt sind. Macht sich am Hintern auch sehr bemerkbar. Ja. Ja, wir erreichen Ladeburg. Das bedeutet, wir sind kurz vor Bernau. Wir sind in Bernau. Olivia wartet freundlicherweise und zeigt mir den Weg. Ja, wir haben Panketal erreicht, fahren auf den letzten Metern des Radwegs Berlin-Usedom und wir bekommen hoffentlich ein Softeis für Olivia. Ja.
Ja, es ist offen. Direkt gelegen am Radweg Berlin-Usedom haben wir es geschafft. Olivia hat ihr Eis verdient, auf jeden Fall. Sie hat super durchgehalten, trotz Knieschmerzen, trotz Schmerzen in den Händen, trotz fast keinem Akku mehr. Alles wunderbar. Sie bekommt jetzt ihr Eis. So, Olivia hat ihr Eis. Ich natürlich auch. Ist ja klar. Diesmal Joghurt Mango. Und ich würde sagen, wir lassen uns das erstmal schmecken, oder? Ja. Okay. So, Olivia hat ihr Eis ganz schnell verputzt, hat mir bei meinem noch geholfen. Wir verlassen jetzt den ausgeschilderten Radweg Berlin-Usedom und befinden uns auf den letzten 2 Kilometern, bevor wir unser Zuhause erreichen. Und da werden wir dann noch ganz entspannt die Nachbereitung machen und heute Abend sicherlich auf der Couch relaxen. Ja, das Eis scheint bei Olivia Wunder gewirkt zu haben. Sie tritt in die Pedale. Dass man kaum noch dran bleibt. Ist ja unglaublich, wie so ein Softeis den Motor anschmeißt. Oder? Die letzten 200-300 Meter. Wir sind nach 118 Kilometer wieder sicher zu Hause. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Würde mich über Kommentare freuen. Würde mich über Likes freuen und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal in Form eines Abos damit dabei sein wollt, um keine unserer Reisen zu verpassen.